Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich stehe direkt vor einem Boss. Und den klatschen wir jetzt hoffentlich ziemlich schnell. Hi, Zukunfts-Tassilo hier. Ich schneide hier gerade dieses Video. Das war keine gute Aussage. Ihr seht es an der Länge des Videos und da kommt noch mal so ein Teil. Viel Spaß. An der Unterseite oder unter dem Nebelturm. Die erste Statue haben wir schon. Ach nee, es ist ein riesen Keulenboy. Oh oh, ouch. Oh, da geht's auch direkt schon richtig schön los mit meinen Lieblingsgegnern. Ach komm. Ich weiß nicht, bin ich mit dem Schwert hier? Nee, der hat eine Keule. Der, nicht mit dem Schwert. Auf keinen Fall mit Schwert. Mit zwei Händen. So, ich habe ja ein Schwert. Aber ein Einhänder. Verkackte Feuer von dem, ne? So eine dämliche Mechanik. Halt's Maul, ey. Es geht direkt mit einer Riesenkeule los. Es startet mit einer Riesenkeule. Das kann ja nur schrecklich werden. Nein, danach wird alles besser. Auf jeden Fall. Kann ich den irgendwie nicht triggern, wenn ich hier rumlaufe? Ah, die Friederike wieder. Ich weiß nicht, warum ich das tue überhaupt, ehrlich gesagt. Den Schmelzerkeil benutzen. Schmelzerkeil nicht im Inventar. Really? Ich habe einen zu wenig. Och nö, na gut, dann gucken wir jetzt, was der Boss tut. Es ist Artorias. Oh oh. Komm mal weg da. Ja, genau. Das habe ich mir nämlich fast schon gedacht. Irgendwas tut dieses Ding mit dir. Der ist wieder heile. Er ist wieder voll geheilt.
Ach du Scheiße. Nee, es hat nicht gereicht zum Saufen. Naja, zumindest haben wir ein paar von diesen Statuen außenrum platt machen können. Ich denke, ich kann ihm ausweichen. Bin gerade am Überlegen, ob ich... Ich habe auch den falschen Ring und so. Ob ich nicht das dicke Schwert nehme. Bist du echt jetzt schon zu nah an dem dran, oder was? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach. Ich hab voll den Frosch im Hals, ey. Scheiße, ey. Lass mich mal kurz ein bisschen weiter weg hier, ey. Ich hab grad, er wollte gerade das Schwert hoch, Schild hochhalten. Ja, voll auf die 12. Und diese Bewegung, wie lange das braucht, bis die Bewegung fertig ist, das Schild hochzuhalten. Uff, na, aber jetzt erstmal einen anderen Ring ausrüsten. Und zwar kann der weg und dafür... Ah. Erhöht die Stärke. Steinerungsresistenz erhöht Balance. Vielleicht bin ich ein Ticken schneller mit dem Ring. Mal gucken.
Alter. Komm mal hier rüber. Ich will nicht, dass du da hinten hingehst. Da, wo du dich heilst. Alter. Oh Mann, das sollte ich in Dark Souls vielleicht abschalten, ha? Ja, YouTube. Den Tod, den hat jetzt der Chat zu verdanken. Den habt ihr dem Chat zu verdanken. So, und weiter. Natürlich Instant. Das Ding heißt Instant-Jonglage. Natürlich. Da wird alles stehen und liegen gelassen und dann jongliert. Dafür ist es da. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wann es passiert. Wann welcher Heinrich auf die Idee kommt, das während einem Bossfight zu zünden. Okay. Ah, jetzt sterbe ich, oder? Nee, er hat ein anderes Movement gemacht. Wenn man nicht sofort reagiert zum Saufen, dauert's zu lange. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass der Balance-Ring mir hier irgendwas bringt, ehrlich gesagt. Jetzt ist der dämliche Riese da hinter mir aufgewacht. Ausweichen ist hier auch nicht so geil, ey. Eigentlich müsste ich gucken, dass ich seinen großen Schwert irgendwie ausweich und dem das kleine blocke. Ja, weil das Große dann... Oh. Kriege ich irgendwie... Mehr Schaden auf ihn. Für meinen Geschmack mache ich zu wenig Schaden für die Dauer, die ich habe.
um ihm Schaden zu machen, also die kurzen Momente, in denen ich einen Schlag raushauen kann, mache ich mir zu wenig Schaden. Nee, komm mal hierher, bitte. Nicht darüber, haben wir gesagt. Alter, es kann doch nicht wahr sein, dass er mich bei einem Schwertstreich, der... Ach ja, komm. Fuck him. Der sowieso schon den Schwung um seinen halben Körper rum macht, dass er sich dann auch noch mit mir mitdreht, wenn ich ihn eben ausweich. Das ist... Schon wieder so eine ätzende Mechanik. Dass er dann auch noch locked on auf mich ist. Zu spät. Schon wieder zu spät. Scheiße. Ja, und wie nennt man das? Diese Chat-Nummer für die Kanalpunkte. Ich meine, das ist, glaube ich, das Teuerste, was ich habe. Da muss man schon echt ein Weilchen zugeguckt haben, dass man die benutzen kann. Großes Schwert nimmt mich so hart aus der Balance raus, ne? Lucky. Nee. Ja, ich darf nicht mal aufstehen und mein Schild hochheben. Oh. Ich glaube, für das Katana zum Hochleveln habe ich noch Funkeltitanit gebraucht und davon habe ich welches gelootet. Ich könnte mal gucken, ob ich das Katana noch mal ein bisschen leveln kann. Und dann natürlich eigentlich auch mich selber. Wie viel Ausdauer dem sein Schwert
Block mich kostet, ey. Das ist abartig. Vom großen Schwert. Aber wie er mir hinterherzieht, ne? Abartig. Du blöde Ratte. Ah. Es reicht nicht, um auch noch das Schild hochzuheben. Ah. Uff, okay. Ich schau mal kurz, ob ich das Katana nochmal hochleveln kann. Oder mich. Jawohl. Okay, das Katana ist jetzt ganz hoch gelevelt bereits. Das Katana ist jetzt schon plus 5, aber... Das war's? Und was heißt denn das plus 119 und plus 72 hinten dran? Ach, so viel gibt mir das. Ne, 230 habe ich. Plus 119. Keine Ahnung. Scheiß drauf. Wo ist der wüste Nebelturm? Da unten, unterstes Geschoss. Ich weiß noch nicht mal, ob ich da überhaupt, was ich da tue, ehrlich gesagt. Was soll das? Ich will doch König werden. Vielleicht gehe ich auch einfach und kill den König und damit hat sich's erledigt, die ganze Nummer. Vielleicht sollte ich das tun. Und dann bin ich König und fertig. Ich wollte mal gucken, ob ich ihn vergiften kann. Ich weiß gar nicht, wie viel Gift dieses Katana dann, wie oft ich ihn treffen muss, bis er mal vergiftet ist. Na, jetzt war es noch nicht. Ich habe ihn 4, 5 Mal getroffen. Wollte mal schauen, ob das irgendwas bringt. Schaffe ich es ihm auszuweichen? Und ihm dann mit dem großen Schwert eins über die Rübe zu ziehen. Die Frage der Fragen. Nicht darüber, komm hierher bitte. Genau hier will ich dich haben. Oh oh, das tat weh. Ja, ich... ja. Ich probiere mal ein bisschen mit Ausweichen rum, glaube ich.
Weil ich habe nicht das Gefühl, dass mich das jetzt zu einem... Ja, das ist jetzt wieder eine Heavy Roll, ne? Ah, die sind schwer. Weil so habe ich ja jetzt auch schnellere Ausdauer-Rack. Ja, als ob das trifft. Als ob du mich da triffst. Okay, vergiss alles. Das ist schon wieder so unpredictable, wie man hier ausweichen muss. Und absolut bescheuert. Das, nee. Ich habe zwar richtig fett Schaden gemacht. Ich glaube, ich habe mehr Schaden gemacht, als ich mit dem Katana jemals gemacht habe. Gerade in den Versuchen. Aber... So einen Unsinn mache ich nicht mit. Wenn dann schon wieder das Ausweichen, dass er mich in meinen Rollen treffen kann und so, nee. Mm-mm. Das macht so keinen Spaß. Dann akzeptiere ich lieber die Hits mit Schild. Ah, jetzt habe ich wieder gesoffen, ne? Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Ich war ja am Saufen. Scheiße, nee. Was machen wir da jetzt? Was machen wir da? Einfach den König killen und... Hoffen, dass das Spiel dann vorbei ist. Ja, nee. Ja, nee. Ist klar. Sepp, grüß dich, hi. Ja, ich glaube, das ist Salz, ne? Der Boden hier. Das ist alles Salz. Ich glaube auch, kein Schnee oder so. Nee, nee. Das ist alles Salz. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh.
Ja, jetzt habe ich viel zu früh gesoffen. Schon wieder so ein Treffer, wo ich eigentlich doch am Ausweichen bin. Während dem Ausweichen. Ich verstehe es nicht. Das ist so... Oh Mann. Immerhin ist der Weg nicht weit. Und es ist ein bisschen eine Schweinerei, dass man nicht genug von diesen seltsamen Splittern bekommt, um alle von diesen Statuen außenrum wegzumachen. Ja. Gut, dann bekommt man am Anfang bei der ersten Übergabe der Splitter bekommt man dann einen zu wenig. Den anderen muss man dann sonst wo suchen. Aber ich werde doch nicht in der Unendlichkeit dieses Levels nach diesem letzten Splitter suchen. Oder wahrscheinlich kriegt man den letzten Splitter dann danach oder so. Ja, mal Loot auf. All jeden Loot, der mir irgendwo im Weg rumlag, habe ich mitgenommen. Alles. Ich lass doch nicht Loot liegen, der auf meinem Weg liegt. Scheiße. Ja, hey. Komm mal hier rüber, bitte. Ich will nicht, dass du so nah an diese Statue rangehst. Scheiße, scheiße, scheiße. Er zubbelt sich sogar hinter mir her. Wir haben wieder einen Zubbler. Der Zubbler. Nee, du sollst nicht dahin, Mann. Komm weg da jetzt. Zubbler. Dann nochmal, ja, alles rigged, ey. Dann kann man an manchen Loot erst kommen, wenn man diesen Turm aktiviert hat, um dann nochmal zurückzulaufen. Weiß ich nicht, bin ich nicht. Sehe ich nicht. Und aktuell stört's auch nicht, dass dieses Ding da noch am Leben ist. Von dem her. Es hat jetzt gerade eben einmal kurz gestört, aber ansonsten kämpfe ich ja mit ihm. Kämpfe ich mit ihm ja hier drüben. Da passt das schon. Ja, man muss nur laufen, wenn man ihn irgendwo hinlocken will, ne? Scheiße. Keine Iframes für den Tassilo.
Du sollst nicht da zum Eingang. Geh mal in die andere Richtung, bitte. Ja, von mir aus, du kannst dich von mir aus auch ganz weit da hinten in die Ecke leggen. So, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Das hätte auch was vielleicht. Da an den Eingang irgendwie den Gegner pullen und dann da verprügeln. Allerdings, wenn er nicht mehr rechts und links ausweichen kann, ja, wenn man das hinkriegt, dann könnte ich ihn mit dem Schwert, mit dem großen Schwert, mit dem Zweihänder verprügeln eventuell. Würde das hinter ihm auch gehen? Nee, nicht so gut wie hier vorne. Ach, das hat mich jetzt nicht getroffen? What the fuck? Geh mal nicht in die Richtung, bitte. Du sollst dahin. In die Ecke will ich dich haben. Darüber. Komm, geh ein bisschen zurück, ja? Los, 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 los. Nee, nicht hier rüber. Da in die Ecke, nein. Komm mal wieder hierher. Nicht dahin. Komm mal hierher. Hier zu mir. Ja. Genau. So, da in die Ecke rein. Los. Nee, der bewegt sich zu seltsam. In der Ecke kann ich ihn nicht bekämpfen. Da ist die Gefahr zu groß, dass er zu der Heil-Lady kommt. Ich muss ihn da in die auf die rechte Seite des Raumes, wenn man reinkommt. Da kann ich ihn gut bekämpfen. Ja. Dauert jetzt halt, ne? Das wird eine ganze Weile dauern, den zu klatschen. Schon wieder so ein Ding. Schon wieder so ein Ding. Oh, wo dann dadurch, dass er weit schwingt und ich nicht in seinen Schwung ausgewichen bin, sondern mit seinem Schwung, war das Ende meiner Rolle kein Ausweichen mehr, sondern da bin ich quasi schon gestanden, aber ohne Iframes. Und ja, ihr habt selber gesehen, wie es gelaufen ist. Also eigentlich muss ich ins große Schwert reinrollen. Nach rechts. Kann ich dir dein Schwert auch klauen? Gib her. Ja. Komm mal hier rüber.
Du bist mir zu weit da vorne. Nein. Oh, diese Flasche ist so schwer. Ich bin schon halb tot. Ich kann die Flasche nicht mehr so schnell hochheben. Tot. Daniel, grüß dich, hi. Schön, dass ihr alle da seid. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Okay, warum auch nicht ein Treffer gerade da dabei war. Kollege, du sollst gefälligst hierher kommen. Ja, genau, so nämlich. Das ist besser. Ja, schau mal, so stehst du doch ganz super. Man wird schon wieder von seinen Beinen oder so, kriegt man dann Schaden. Also da war ich ja wohl Vollgas in der Rolle drin. Weiß nicht, wo ich schon wieder reingekommen bin. Loot braucht doch keiner, das stimmt doch überhaupt nicht. Du brauchst ein bisschen Loot in Dark Souls, das was du so findest, nimmst du mit, das reicht. Das hat ja auch gereicht. Es reicht absolut. Da muss nicht die ganze Gegend hier. Dass die eine Statue da links überlebt hat, ist egal. Also bis jetzt, ich weiß nicht, was er noch so auf dem... Wenn er jetzt anfängt, dann auch noch zu der Statue hinzurennen, dann ist es natürlich was anderes. Aber aktuell gar kein Ding. Was soll ich mit dem ganzen Loot? Der vermüllt mir nur mein Inventar. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Grad, 360 Grad Schlag. Ja, perfekt. Dieser Spaß. Und er zieht dann auch noch so in so einer steilen Kurve mir hinterher. Ach ja, wunderbar. Ich bin wirklich gespannt, ob das bei Dark Souls 3 besser ist. Bei 1 kann ich mich nicht dran erinnern, ob mir das so hart aufgefallen ist wie in diesem Spiel. Also da ist es mir einfach nicht so hart aufgefallen. Da war es anders in Dark Souls 1. Oder beziehungsweise war ich da noch so überwältigt von allem anderen, dass ich gar nicht die Chance hatte, mich da auf solche Dinge zu konzentrieren. Jetzt bin ich... Mein Auge ist geschult, Herr, durch diese einigen Stunden, die ich ja jetzt doch schon in... gewissen Spielen verbracht habe. Kannst du mal Giftschaden kriegen, bitte jetzt langsam durch dieses tolle Katana? Ja, fuck, jetzt bin ich tot.
Wie oft muss ich ihn denn treffen oder ist er giftresistent? Dann ist das ziemlich Mist, dass ich dieses Schwert mit mir rumschleppe. Bei dem Giftschaden doch eine gewisse Rolle spielt. Ich glaube, das ist Gift. Oder ist es Blutungsschaden? Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendein Schaden. Nee, Mann! Zu mir! Ja, klar. Lucky. Dass das jetzt gerade noch gereicht hat, war etwas glücklich. Ich weiß schon Bescheid. Oh, und er hat natürlich die Attacke, die er schnell genug feuern kann, dass wenn man nach irgendeiner... Bester Try, ja, stimmt. Die Waffe wäre was nach deinem Geschmack. Ich habe schon gefragt, ob man die kriegt. Ich glaube, in Dark Souls 1 wird das Drachenschwert, Drachengroßschwert ja als Noob-Waffe bezeichnet. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Weil das sieht 1:1 aus wie das Drachengroßschwert. Nicht ganz. Das hat eine andere Spitze hier. Stimmt, das ist ein bisschen anders geformt, aber es ist ähnlich. Na? Ausweichen, 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 ausweichen! Dumm die Dodel die dumm. Wompi Dodel die dumm. Wir laufen in einen Boss hinein und kriegen immer wieder aufs Maul. Wompi Dodel die dumm. Er nach einem Schlag auch sein Schild nicht hochheben kann, ey. Oh oh, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ja, weil Saufen beim Rückwärtslaufen mag der Gegner ja nicht. Ich vergesse immer wieder, dass das Spiel die Eingaben vom Spieler prüft. Ich vergesse es immer wieder und probiere es immer wieder. Ich probiere es jedes Mal wieder. Also nicht die Eingaben, vielleicht werden auch die Animationen des Charakters geprüft, was auch immer. Aber es wird auf jeden Fall der Spielercharakter in irgendeiner Weise reagiert, die Bosse reagieren darauf. Nicht nur die Bosse, teilweise auch die Mobs außenrum und so.
Ich brauche mal ein bisschen Ausdauer. Warte kurz, lass mich kurz ein bisschen, lass dir mal Zeit. Lass dir mal Zeit. Ja, du bist jetzt massig, weil du mich immer noch nicht gekillt hast. Ich hab's verstanden, ja. Das ging dir jetzt zu lange. Da müssen die Attacken schneller hintereinander kommen. Ist klar. Ich muss mal kurz saufen. Hast du einen Moment? Ja, pff, ja. Ja, okay. Nächster Versuch. Auch ein bisschen nervig, dass ich diese Waffe nicht höher aufleveln kann. Oder beziehungsweise zumindest mal bei dem Standardschmied nicht. Und einen anderen habe ich bisher nicht gefunden. Außer den Händler links drin. Vielleicht kann der ja mittlerweile was. Ja, dahin läufst du gut. Da bist du gut aufgehoben. Okay. Ja, komm ey, wir hauen noch öfter drauf, noch schneller draufhauen, bitte. Werden auch Tasteneingaben von mir gar nicht registriert teilweise. Ich habe zweimal wollte ich ausweichen und es wurde nicht angenommen. Kann mal mein Giftschaden triggern, bitte? Nicht Gift, Blutungsschaden, was auch immer. Ach, was auch immer ich da hab. Was auch immer es ist, es soll langsam mal triggern, bitte. Hallo? Ach, jetzt habe ich zu spät gesoffen. Fuck. Oh, es hat gerade noch gereicht. Nee. Was? Okay. Und dann hat man auf einmal keine...
Okay, er verändert das Bewegungsmuster nach 50%. Oh, Mutz. Er verändert das Bewegungsmuster nach 50%. Und ich glaube, dann hilft mein Schild nicht mehr. Das ist doof. Aber einem großen Schwert, wenn er nur das Schwert führt, habe ich weniger Probleme als mit dem großen und dem kleinen Schwert, glaube ich. Auszuweichen halt. Also das Ausweichen ist ein bisschen heftig. Zu früh gesoffen! Oh, es hat noch geholfen, es hat noch gereicht. Ja. Ich weiß. Da habe ich jetzt nicht genau gesehen, mit was er angreift. Nee, ach, Gier nach Damage. Die Gier nach Damage. Taumel. Aber ja, seinem großen Schwert kann ich ausweichen. Ja, diese Nummer ist so dumm, wie er sich mit mir mitbewegt. Das einfach sieht so dumm aus. Ja, ach, sein Knie macht Schaden. Es ist so wunderbar. Er hat Spikes an den Knien, die einem Schaden machen. Das ist das gleiche wie bei den Turm, bei den Ruinenwächter. Man drückt schon auf Schild hochheben, ne? Und das reicht halt einfach nicht von der Zeit. Ich habe genau in dem Moment hochheben gedrückt, als er angefangen hat, seinen Schlag auszuführen. Und das reicht halt trotzdem nicht aus. Es reicht halt trotzdem nicht aus, dass man das Schild hochhebt rechtzeitig. Ja. Ich hätte gerne so ein Peter Griffin Lachen, wenn ich ihn anpiekse und wegrenne. So zum Einspielen.
Ich hab wieder gedrückt, weil ich ja sehe, was er tut. Ich hab wieder gedrückt. Aber es reicht einfach nicht aus. Man muss so früh drücken. Okay. No! Fuck! Ja, und dann kann man nicht aufstehen und Schwert hochheben, weil die Rollanimation, die startet instant, aber Schwert hoch, Schild hochheben, das dauert ein bisschen. Das heißt, in solchen Situationen müsste ich eigentlich eine Rolle machen, weil da kriege ich instant die Rolle hin und vielleicht reichen die Iframes. Beim Schild hochheben reicht der Zeitraum, ist halt nicht schnell genug, in der das Schild hochgehoben wird, in dem das Schild hochgehoben wird. Und das reicht dann nicht aus, um das Schild oben zu haben. Rechtzeitig. Naja, fuck. Man hat auch nicht genug Zeit, um die Ausdauer hochzuhalten. Da muss man dann auch immer ein bisschen drauf aufpassen. Ach ja, komm. Ja, ja. Hä? Okay. Ach, ja. Das Schild war wieder nicht oben, aus welchem Grund auch immer. Ah. So, die Stunde wäre um. Ja, ganz ehrlich, Leute. Was wäre ja... Also irgendwie fände ich es schwachsinnig, das jetzt voneinander zu trennen. Weil wirklich in der Folge nichts anderes passiert, als in den Boss reinzurennen. Das heißt, ich mache jetzt so lange Aufnahme, bis der Boss liegt. Das machen wir jetzt durch. Und wenn es 3 Stunden sind, dann gibt es halt einen 3-Stunden-Upload. Tada! Ja, fuck. Komm hierher, bitte. Ja, fuck off. Und dann kriegt man nicht schnell genug Ausdauer wieder, dass man zumindest seinem letzten schweren Schlag ausweichen kann. Und ich habe schon wieder Schild hochhalten gedrückt, aber das Spiel sagt nein.
Ja, nee, ich mach halt irgendwann, wenn ich Bock hab, dann doch eine Pause rein und das ist dann Ende einer Aufnahme. Weil, wenn es wirklich 3 Stunden geht, dann kann ich das nicht machen. Persönlich kann ich das nicht, keine Ahnung, das wäre mir dann auch zu blöd, dass ich 3 Stunden lang hier versuche, denselben Gegner zu killen. Man kann ihn nicht hauen und gleichzeitig das Schild hochhalten. Also ich will es nicht gleichzeitig, aber also direkt hintereinander machen. Weil er einfach zu lange braucht, in manchen Situationen sein Schild hochzuhalten. Ah, fuck, ich will nicht hauen oder sonst was. Ich wollte rausvisieren und dann. Der Schadensstaub, der Dark Souls Schadensstaub hat mich schon wieder erwischt. Der Dark Souls Schadensstaub. Warum auch immer der Staub in Dark Souls Kollision hat. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Macht für mich keinen Sinn, dass das. Bei welchem Boss war mir das in Dark Souls 1 so krass aufgefallen? Bei irgendeinem Boss habe ich es extrem gemerkt, dass der Staubschaden macht. Ah ja! Beim Klaffdrachen. Der Klaffdrache hat das auch ganz heftig, dass der Staub von ihm Schaden macht. Du darfst nicht im Staub stehen, wenn er rennt. Weil dann macht. Weil ich kann nicht mal aufstehen. Nachdem ich getroffen wurde, aus Balance wurde, gegangen bin, ich bin aus Balance raus. Moment. Ich wurde zweimal getroffen, dann beim dem Schlag aus der Balance rausgeworfen. Während ich aus Balance war, hat er mir einen schweren Schlag gegeben. Ich bin auf den Boden geklatscht. In der Zeit, also aus Balance gehen, auf den Boden geklatscht gehen, aufstehen, Schild hochhalten. Eine ewige Zeitspanne, in der es nicht reicht, dass man am Ende dann vielleicht noch sein Schild hochhalten kann, um diesen Schaden zu negieren, der da kommt. Aufstehen und Schild hochhalten geht nicht. Und rollen wäre in dem Fall, glaube ich, auch nicht gegangen, weil ich immer noch in seiner Reichweite gewesen wäre. Ach ja. Zu spät ausweichen gedrückt, saufen gedrückt. Hab schon wieder Schaden durch sein Knie bekommen. Das Schadensknie. Ruinenwächter und wie heißt er? Staubritter. Könnte ich eigentlich rein theoretisch mittlerweile das tun? Ja, kann ich. Oh, um Gottes Willen. Boah, bis ich da mal mein Schild hoch hab, ne? Ich probier's mal aus, was passiert. Habe ich eine leichte Rolle? Nee, ich habe eine schwere Rolle. Ich glaube, ich muss mich ganz nackig machen, um hier jetzt. Und selbst dann komme ich nicht unter 70. Gut, dann hat sich das erledigt.
Hallo, ich roll doch. Ich drück dreimal rollen, aber... Er trifft mich trotzdem. Ich glaube, jetzt ist der Controller gekillt. Und ich habe keinen anderen. Ha! Tja, tut mir leid, Leute. Dark Souls ist vorbei. Na, jetzt geht er wieder. Okay. Okay, das ist Mist. Das ist scheiße. Macht keinen Sinn. Ach so, warte mal. Ich kann mich ja jetzt ein bisschen schwerer ausrüsten hier. Wenn ich das tue. Was war 70%, ne? Ja, da kann ich ja voll viel anziehen. Ach ja, wenn man dann halt auch auf Ausweichen drückt und einfach nichts passiert oder der Treffer halt so kommt, dass... Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Lange sie einfach braucht, um dieses verschissene Schild hochzuheben. Ach man, ich darf keine zweimal zuhauen. Ich darf keine zweimal zuhauen. Es geht nur einmal. Knapp, nö. Knapp war überhaupt nichts bisher. Ich habe Phase 2 gesehen, einmal. Und bin dann instant draufgegangen. Und ich beschwere mich immer über sein Damage-Knie und wie lange dieses dämliche Schild braucht, um dass er es hochhebt. Du drückst und eigentlich müsste der Block schon da sein, auch selbst wenn die Animation noch nicht vorbei ist, halte ich mein Schild ja so, okay, von mir aus, da trifft er mich. Aber hier, an der Stelle, wäre das doch schon ein Block, da muss ich doch nicht warten, bis ich, also, naja. Es dauert auch nicht so lang. Ich verstehe nicht, warum er mich treffen kann. Eigentlich, es fühlt sich an, als würde ich fast instant mein Schild hochhalten. Aber es reicht manchmal nicht. Es reicht einfach manchmal nicht. Ich habe schon gedrückt und trotzdem geht Schaden durch. Verstehe nicht. Wie gesagt, hier auch wieder. War eigentlich meiner Meinung nach früh genug gedrückt, aber Spiel sagt nein.
Eigentlich brauche ich auch das andere Schild. Also das mit der schnelleren Ausdauerregeneration. Ach ja, sein Schadensknie ist auch wieder am Start. Ja, ich glaube schon, dass das bei Dark Souls 1 auch so war. Aber da war es nicht so, dass... Obwohl er schon in der... Also, ist ja okay, wenn es ein bisschen länger braucht, aber... Eigentlich ist das Schild schon vor ihm und... Also vor dem Charakter und... Es sieht halt nicht so aus, als würde ich, dürfte ich da schon Schaden kriegen. Es sieht nicht so aus und das ist das Problem. Wenn ich sehen würde, okay, ja, die Animation braucht wirklich lange, aber die ist ja fast instant. Er hat fast instant das Schwert vor sich, Schild vor sich. Ach, ich versuch's immer wieder zweimal drauf zu hauen. Aber die Zeit reicht einfach nicht aus. Das Problem ist, ich kann auch nicht wegrennen, weil ich immer im Fokus drin bin. Und rennen, dann muss ich auf den Stick drücken, um den Fokus rauszunehmen und dann B gedrückt halten, bis er dann losgerannt ist. Keine Chance, da hat er mich schon 10-mal getroffen. Ich würde gerne auch einfach mich umdrehen und von ihm wegrennen manchmal, aber das geht nicht. Weil es einfach zeitlich, controller-technisch und zeitlich nicht machbar ist. Ich meine, ich könnte die Tasten umlegen, aber wohin sollte ich rennen legen? Das macht hier schon alles Sinn. Oh, was ist das? Ich kann einen schweren Angriff mit Schild. Ja, da könnte ich Rennen drauflegen. Aber das werde ich ja nie benutzen. Dann könnte ich... Ah, okay. Ach, ich habe schon wieder zweimal gehauen. Ich habe schon wieder zweimal draufgehauen. Hau mich mit deinem dicken Schwert jetzt. Danke. Immer nur einmal. Dann reicht's absolut aus. Zu spät gerallt, dass er mit dem dicken Schwert haut. Ich wollte eine Ausweichrolle nach rechts machen, aber da ist auch nicht genug Platz eigentlich, dass ich da in den Schneehaufen reinrollen kann. Kann ich ihn doch so oft treffen, bevor ich weg muss. Das ist cool. Dieser Schwung, der ist so assi. Scheiße. Warum versuche ich denn schon wieder zweimal zu hauen, ey? Warum probiere ich es schon wieder?
Und er trifft. Diesmal hat man sogar gesehen, dass die Animation eigentlich vorbei war. Dass sein Schwert mich gar nicht hätte treffen können. Ja, das war jetzt unüberlegt, weil ich am Labern war. Also, dass meine Schild-Hochheb-Animation war vorbei. Ich stand voll da und dann hat mein Charakter rumgeleckt und wurde aus dem Schild rausgeleckt. Also selbst wenn die Animation vorbei ist, gibt es noch einen Frame, der dafür sorgt, dass ich getroffen werde und dann backt er aus der Animation raus. Das war so, innerhalb eines Frames stand ich plötzlich wieder ohne Schild da, so, okay. Schwierig. Sah nicht schön aus. Sah nicht schön aus. Warum sammle ich den Schund eigentlich ein? Ich sollte lieber ihm Schaden machen, als den Schund einsammeln. Heute gibt's leider keinen Fortschritt. Nicht einen Meter weiter. Weiß ich nicht. Muss ich das hier überhaupt machen? Ist das storyrelevant? Ist das nur Blödsinn hier? Ist das absoluter Dummscheiß, den ich hier mache, der gar nicht benötigt wird, dass ich Dark Souls abschließen kann? Kann das sein, dass das hier Quatsch ist? Diese dämliche Bewegung. Voll ätzend. Du Arschloch. Nein, in die falsche Richtung gerollt. Verdammt. Er kann sich ja mitbewegen, weil er Rollen an den Füßen hat, die ihn mitbewegen, sich mitdrehen lassen. Ich habe Rollen unter den Füßen. Sieht auch nicht schön aus. Sieht richtig schäbig sogar aus, ehrlich gesagt, wenn er da so mit mir mitrutscht. Bin wirklich mal gespannt, wie das bei den anderen Spielen ist. Wie gesagt, bei Dark Souls 1 war es mir einfach nicht aufgefallen. Hier sehe ich so das alles. Das ist so schlimm. Und es sieht so furchtbar aus. Sieht einfach nicht schön aus. Schlonk. Nein, ich habe schon wieder zweimal gehauen. Ach ja, da kommt wieder sein Schwenk. Ich finde es so hässlich, wie er mir da hinterher zubbelt und sich mitbewegt mit mir. Es ist ziemlich wüst. Nope. Ach, mein Schild war wieder oben, aber hey, das ist egal. Diesmal hatte sogar die Animation echt genug Zeit, um fertig zu werden. Aber aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum,
hat er wieder den Moment gehabt, in dem er mich treffen kann. Keine Ahnung, ob sein Schwert dann von hinten mich in so einer Kurve trifft und er dann plötzlich hinter mir ist oder so. Dass das gar nicht, dass er quasi irgendeinen Schadensbereich hat. Vielleicht ist es wieder Staub. Der Schadensstaub, der mir dann irgendwo Schaden macht, wo ich das Schild nicht hab. Weil ich glaube, von hinten habe ich ja keine Deckung, wenn ich das Schild oben hab. Dass dann irgendein Staub, den er aufwirbelt, mir dann von hinten Schaden macht oder so. Wie lange kannst du brauchen, bis du wieder Ausdauer hoch regenerierst? Ja. Exakt. Diese Bewegung, die ist so kacke. Die kriege ich nicht predicted. Diese Bewegung kriege ich nicht predicted. Ah, ich habe zu spät gesoffen. Es reicht noch. Ja, da kam sie wieder. Ja. Schon bemerkt. Schon bemerkt, Kollege Schnürnase. Nee. Ah ne, ach fuck, ich hab's gerade gecheckt, dass er es trotzdem macht. Dass er nochmal... Ja. Und da waren wir schon wieder in der Animation. Niedergeschlagen werden, aufstehen, Schild hochhalten. Keine Zeit. Aber selbst die Rolle, ich hätte nie... Keine Ahnung, hätte wahrscheinlich mich auch den Tod gekostet. Ist gerade wurscht, weil die Rolle, da kriege ich ja auch... Kriege auch immer in der Rolle Schaden. Und... Deswegen ist gerade egal, ob ich dann das Schild nicht rechtzeitig hochgehoben krieg oder eine Rolle mache, die auch nichts bringt. Wurscht. Drecksack. Drecksack. Ja, genau. Aufstehen, Schild hochhalten. Wie soll das denn funktionieren?
Oh oh. Ja, da reicht dann auch das Schild nicht mehr aus. Tatsächlich. Da reicht dann auch das Schildheben nicht mehr. Komm, hau drauf jetzt. Ich muss nämlich saufen. Ach, fuck. Natürlich kommt die Bewegung. Ich habe das Schild früh genug hochgehalten, Freund Nase. Und ich bin ausgewichen. Das Schild war früh genug hochgehalten und ich bin ausgewichen und krieg trotzdem Schaden. Zweimal hintereinander. Ein grober Unfug in diesem Spiel. Ja, ich hab dir nicht mal Schaden machen können. Nein, was mache ich? Ich wollte nicht saufen, ich wollte Schaden machen. Ach. Hau ihn am besten nicht, ne? Hau irgendwo ins Nirvana. Hau mich! Schlecht, schlecht, schlecht. Jetzt nicht mehr hauen, bitte. Ja, jetzt kannst du wieder. Kacke. Ich muss nach dem Schlag auf jeden Fall... mein Schild hochheben. Dieses Mitgezubbel. Das ist so ein Scheiß. Dass er sich nicht zu mir drehen muss, um mir Schaden zu machen. Dass das keine Bewegung ist, sondern dass er einfach mitrutscht. Es sieht nicht nur dumm aus, sondern es ist auch saudumm für mich, weil, ja... dass das künstlich schwieriger macht, weil man das Charaktermodell nicht hingekriegt hat, dass es sich dreht. Komm mal her jetzt. Brauch ein bisschen Ausdauer, tut mir leid. Ah, was? Wow. Wow.
Jetzt habe ich es zumindest nochmal in Phase 2 geschafft, habe es aber nicht gecheckt, dass ich vielleicht abhauen sollte und nicht weiter drauf prügeln. Zweites Mal Phase 2, yay! Und dann muss ich mir erstmal angucken, was er da macht. Weil plötzlich hat er ein Glühschwert. Was macht das Glühschwert? Also, er hat super langsam damit zugehauen. Ah! Hören Sie auf, bitte! Oh oh, das ist doof. Da weiß ich immer nicht. Da will ich eigentlich nicht, dass er mir mein beim letzten Schlag, den er nach vorne macht, bei dem Stich, möchte ich eigentlich nicht, dass er mein Schild trifft, aber ich wackel dann immer rechts, links und weiß nicht, ob ich nach rechts oder links laufen soll. Da bin ich selber noch ein bisschen verwirrt bei dem Schlag. Ansonsten habe ich eigentlich bis Phase 2 so ziemlich alles verstanden. Es ist zwar ärgerlich, dass das Schild manchmal, dass es zu lange braucht zum Hochheben, beziehungsweise es da irgendwo einen Frame gibt, der dann noch nicht reicht. Das ist ärgerlich, genauso wie es ärgerlich ist, ja, meine Fresse! Weich halt aus! Okay. Ja, dass ich hier halt auch nicht aus der Rolle mein Schild heben kann, ist ein bisschen schade, aber verständlich. Das verstehe ich. Das macht ja auch Sinn. Dass ich ein riesiges Schild nicht einfach so heben kann. Aus dem Nichts. Ich habe halt schon 3 Flakons gesoffen und habe noch nicht mal gut Schaden gemacht. Das Schadensknie! Das Schadensknie! Woo! Das Schadensknie macht mir wieder Schaden! Yes, Sir! Sein Knie tritt mir in die Magengrube und macht so viel Schaden wie ein riesiges Großschwert, weil das Knie so viel Knie in sich hat. So ein Knie in der Magengrube. Mmh, geil. So viel Spaß mit Knien in der Magengrube hatte ich noch nie.
Da war ich selber dumm gerade. Warum versuche ich denn auch was zu trinken? Selbst nach meiner Liegen-Animation war sein Schwert nicht mal auf mir drauf. Wir haben schon wieder so einen Kollegen. Wir haben schon wieder so einen Kollegen. Es reicht ja nicht, dass die Treffer, die cool sind, die richtig sind, die verständlich sind, dass die Schaden machen. Nein, nein. Es muss bei dem Boss auch noch Treffer geben, die einfach keinen Sinn machen. Ansonsten wird's ja keinen Spaß machen. Sonst wäre es ja fair. Und wer will was Faires spielen? Wie lange ich auch brauche, um loszurennen, ne? Wahnsinn. Ha. Ah, warum hebe ich mein Schild nicht hoch? Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Absolut dumm gespielt. Tja. Zu spät gesoffen. Aber es reicht noch, weil er einen anderen Hieb macht. Sehr gut. Da kommt nochmal der andere hinterher. Die Rolle reicht nicht, ist klar. Ist klar, dass die Rolle nicht reicht. Nein, ich habe das Schwert das Schild runtergenommen, weil ich dachte eigentlich, er holt mit seinem Schwert aus. Aber nope. War nicht so. Ich dachte, er macht mit dem Großschwert einen Schaden. Leider nein. Also wenn sich der Blödsinn hier irgendwie vermeiden lässt beim zweiten Run, dann lassen wir das weg, weil wenn das hier was Optionales ist, das brauche ich echt nicht. Dass ich dann auch nicht rennen kann, ne? Weil, finde ich lächerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag keine Gegner, die schwer sind dadurch, dass es das Hitboxen nicht passen, dass ich getroffen werde, wo ich eigentlich nicht getroffen werde. Das ist lächerlich. Das ist einfach nur schlecht. So, das ist ein schlechter Gegner. Mit einer beschissenen Hitbox von seinem Schwert. Das muss echt nicht sein.
Dong! Ja, Problem, ich hatte keine Ausdauer. Da habe ich jetzt den Treffer kassiert, um Ausdauer zu regenerieren. Okay, ich hau einfach in die andere Richtung, weil ich noch in der Rolle drin war oder so. Zu schnell schlagen gedrückt gerade, deswegen hat er, glaube ich, aus der Rolle raus den Hieb gerade ausgemacht, obwohl ich, also weil ich noch nicht in seine Richtung gedreht war, ging der Hieb dann in die Wand anstatt zum Gegner. Das ist halt mies. So, dann sollen sie mir wenigstens auch so einen Scheiß gönnen. Wenn der Gegner schon so einen Scheiß kann, dann will ich auch sowas können. Ich habe langsam das Gefühl, dass der Kollege giftresistent ist. Ich glaube, er hat noch nicht einmal von meinem giftigen Schwert was abgekriegt oder blutungsresistent oder was auch immer. Das Schadensknie! Geil. Geiles Schadensknie. Wir lieben es. Warum füllt sich eigentlich jedes Mal mein Schild und das hat gar keine, das wird gar nicht verbraucht? Das Schwert und das Schild, das repariert sich jedes Mal, wenn ich sterbe. Liegt das an dem Glockeneid oder so? Nee, das war ja... Ah, dem letzten kann ich easy ausweichen, der Stich nach vorne. Ah, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Ich dachte, er macht wieder den Stich nach vorne, hat er aber nicht. Hat er aber nicht. Ach, Mann, wie schnell er sein riesiges Schwert hochheben kann. Es ist auch so blöde, dass er einmal sieht so aus, als wäre es super schwer. Aber wenn es darum geht, dass er noch einen zusätzlichen Hit setzen soll, haha, dann hat er auf einmal richtig Kraft, der Gegner. Dann kann er das Ding auf einmal ganz schnell über die Schulter heben und mir einen drücken. Weil, das sieht nicht mal, das sieht auch nicht cool aus. Das ist schlecht gemacht. Nicht schön. Nicht schön ausgearbeitet. Die ganze Gegend hier ist... Ich verstehe gar nicht, also... Wie schnell er das über die... rechte Schulter von der linken, also das ist, wie schnell er dieses Schwert hochhebt. Es ist unglaublich. Zip. Also mein, ich kann dir was sagen, oh Leute, ich habe früher mal Tennis gespielt. Ich habe das gelernt, so mit Trainer und so. Und da hieß es nämlich, das darfst du nicht machen. Das gibt nämlich, das gibt ganz schnell Gelenkschmerzen und macht deine Gelenke kaputt. Immer schön weit ausholen.
Und gerade mit so einem schweren Schwert. Der Kollege, der muss Gelenkschmerzen haben. Ey, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wie er es einfach über seine Schulter mir in die Fresse drückt, als wäre es nix so. Sonst braucht er dauernd die Schläge eine halbe... So ein Schlag, ne? Dauert ein Weilchen, bis er das hochhebt. Mit dem kleinen Schwert so, hey, okay, von mir aus. Das Schwert ist schwer. Das dauert, bis ich dir damit eine reindrücken kann, weil das ist schwer. Da muss ich weit ausholen. Ja, das Schwert ist super schwer. Okay, mein Heiltrank wurde nicht gesoffen, den ich angeklickt habe. Ja, er hat einen richtig schwer... So schwer ist es gar nicht. Eigentlich ist es aus Styropor. So schwer ist es gar nicht. Das ist voll scheiße. Ich brauche eine Pause. Sind jetzt fast 2 Stunden an diesem dämlichen Idioten rumgehangen. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ich hoffe, ich habe euch nicht vergrault.